Magic, geht es dir gut? Nein, Hunter, das tut es nicht. Und dem Limbo auch nicht. Die dunkle Energie wächst an. Diese Gefahr, die du spürst, hast du nachgedacht, was sie verursachen könnte? Ja, aber ich möchte es nicht aussprechen. Es ist in Ordnung, Angst zu spüren, Magic. Ich habe keine Angst, Hunter. Es ist nur, wenn ich seinen Namen spreche, ist er wieder real. Worte haben Macht. Ich will ihm nicht noch mehr geben, als er ohnehin schon hat. Er? Wenn ich recht habe, erfährst du es früh genug. Heute kann ich nicht mehr sagen. Ich dachte, ich hätte eine große Macht gespürt. Ich hatte recht. Robbie, was war dir am wichtigsten, bevor du in dieses Leben gezogen wurdest? Das gleiche wie der Nacht. Mein kleiner Bruder Gabe. Er mag auf der anderen Seite des Landes sein, aber er ist das, was mich antreibt. Es muss schwer sein, so weit weg von ihm zu sein. Ja, es bringt mich um. Aber wenn wir das nicht in Ordnung bringen, dann gibt es keine Welt, in der er leben kann. Könnte er in der Abtei bleiben? Er weiß von all dem nichts. Und er braucht eine Menge Routine in seinem Leben. Die Abtei wäre zu viel. Danke, dass du mit mir Rennfilme anguckst, Hunter. Wie geht es Nico? Sie reden nicht mit mir. Alles in allem halten sie sich gut, aber ich würde nicht darauf warten. Sie müssen Zeit auftauchen. Nichts, soweit es mich angeht. Ich verstehe, dass sie immer noch wütend sind, aber ich möchte nicht, dass sie sich vom Team entfremdet fühlen. Dann hättest du ihnen nicht das Gefühl der Entfremdung geben sollen. Ich weiß, ich weiß. Ich werde versuchen, es wieder gut zu machen. Werde auf sie zugehen. Erwarte nur nicht, dass sie deine Entschuldigung annehmen. Ich glaube nicht, dass jemand das Geschwafel von Dr. Faustus versteht. Pastor, dieser Mist wird immer seltsamer und... Wir haben bei Hydra richtig Gummi gegeben, was, Hunter? Ich habe den Hellrat noch nie so heiß erlebt. Ich dachte mir, er könnte ein kleines Tuning vertragen und wir eine kleine Pause, um uns mal zu unterhalten. Was beschäftigt dich, Robbie? Ich wollte mich einfach nur bei dir bedanken. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich hier das fünfte Rad am Wagen bin. Aber in letzter Zeit nicht mehr so. Das sieht sogar der alte Sparky so. Naja, wir wollten einfach beide Danke sagen. Es ist schön, sich nützlich zu fühlen, weißt du? Freunde helfen einander, Robbie. Dafür sind wir da. Danke, Hunter. Es ist nicht immer leicht, über sowas zu reden. Ich bin nicht gerade in so einem netten Viertel aufgewachsen wie Spider-Man. Ich auch nicht. Dafür hat meine Mutter gesorgt. Ja, bei mir war es der Onkel. Das haben wir wohl auch gemeinsam. Ist es zu glauben?
Ein 300 Jahre alter Dämonenjäger aus Old Salem, Massachusetts, hängt in einer transianischen Abtei mit einem Spirit of Vengeance aus East L.A. ab. Als Freunde. Es sind schon seltsamere Dinge passiert und werden es auch in Zukunft tun. Und ich freue mich auf Sie alle. Fortschritte mit dem Tagebuch? Wenn du mit Fortschritt Anleitungen für genetische Experimente, dämonische Beschwörungen und wie Strange hier sagen würde, Trommelwirbel, Lilith Fanfiction von Faustus in einer 10.000 Jahre alten toten Sprache meinst? Altes Atlantisch. Dann schon. Viel. Ich spreche tatsächlich etwas Atlantisch. Tiomilei ot eb ise? Aber ich habe das gefunden. Ein Loch? Wir denken ein Versandlager oder Schmuggel. Faustus mag ein verrückter Irrer gewesen sein, aber seine Aufzeichnungen sind sehr genau. Falls jemand sie stiehlt. Also ich. Durch das Loch. Lasst mich raten. Darum bin ich hier. Nun, wenn man die nächtliche geheime Natur dieses Einsatzes und deine Erfahrung mit unterirdischen Belangen bedenkt... Na klar. Ich frage mich, warum immer ich derjenige bin, der die Drecksarbeit macht. Weil du ein Vampir bist? Weil du im R3 schläfst? Oder einem Sarg? Ich meine, genau da liegt doch der Hund begraben. Sorry. Dann los. Ich will nicht nach Diva klingen, aber nur einmal hätte ich gern meinen Job an einem tropischen Strand. Ein großes, dunkles Loch am Boden zu erkunden, begeistert dich nicht? Also ich schon. Die Begeisterung vergeht schnell. Es war nicht einfach, schlau aus Faustus vertretem Geschwafel zu werden, aber Captain Marvel ist es gelungen, eine Stelle zu finden, die den verstorbenen Arzt besonders interessierte. Nach den Hydra-Aktivitäten zu urteilen, die wir in der Gegend verzeichnet haben, würde ich sagen, dass sie an etwas dran ist. Carol beeindruckt mich immer wieder. Großes Loch. Große Hydra-Horde. Jetzt wissen wir endlich, wie sie Artefakte aus dem Sanktum schmuggeln. Gut. Also gibt es einen Weg, wie wir uns auch hineinschmuggeln. Lass mich raten. Tarnen ist nicht dein Stil. Ich bin ein Vampir, schon vergessen. Das Tarnen erfunden. Solltest du denen mal sagen?
Die Hydra-Truppen in dieser Gegend machen Ärger. Schalten wir sie aus. Ich schaffe das schon. Wenn du dann mit Angeben fertig bist, können wir vielleicht damit anfangen, Hydras Artefaktschmuggel für immer lahmzulegen. Kein Problem. Das war ein Volltreffer. Sie wollen sich wirklich bei mir unbeliebt machen. Unsere Thermalscans zeigen, dass dieses Loch sich von hier aus über die ganze Stadt verzweigt. Was zur Hölle hat Faustus hier unten gemacht? Da musst du Crossbones fragen. Die Trucks waren erst der Anfang. Sicher das Gebiet und geh zur Quelle, dem riesigen leuchtenden Loch, das uns direkt unter unserer Nase gebohrt hat. Strebt schon immer durch Okkultes nach Macht. Aber das hier ist anders. Es ist eine Sache, Artefakte zu stehlen, aber das sieht hier aus wie ein Vertriebszentrum. Aber zu welchem Zweck? Zu keinem Guten, wenn meine Mutter beteiligt. Was mit Banner zu tun hat. Schwach!
Sogar für Hydra. Gemeinsam mit mir. Allmählich erinnere ich mich an alles. Jetzt komm! Zurück! Das Ausmaß von Hydras Operationen in dieser Stadt ist atemberaubend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Helden hier leben. Der größte Trick des Teufels war es, die Welt davon zu überzeugen, dass er nicht so ist. Das war das Letzte. Gut gemacht. Führt das hin? Runter. Bitte nicht das Versteck eines Feuerdrachen. Hydra war fleißig. Was auch immer sie da unten tun, es riecht niederträchtig. Hintertür? Ich würde sagen, ja. Unsere Mutter! Wir erwarten die Rückkehr der Mitternachtssonne! Wir werfen Eindringlinge! Und ihre kleinen Gehirne! Der Feuerdrache wäre mir lieber gewesen. Leckeres Oberflächenfleisch!
Ja, er lässt uns sicher durch, wenn wir ihn nicht fragen. Was für Schwache! Erbärmlich! Als würde man von einem Höllenfürsten getroffen. Nur viel klebriger. Hydra würde eine viel leichtere Mahlzeit abgeben als wir, Monster. Ja, aber unter der knackigen Schale. Mutters Blut macht sie stärker, aber zu sauer. Zu viel Gamma für unseren Gaumen. Sowas verdirbt einem das Blut. Sogar hier unten in der Kanalisation. Erledige sie, wenn sie im Weg sind. Aber Venom ist die Priorität. Ja, Essen sollte man Essen spielen. Vor allem, wenn wir Hunger haben. Los, bitte. Rache hat viele Gesichter. Aufgepasst. Keine Zeit, unsere Wunden zu lecken. Zerbrechlich, aber nicht so zerbrechlich, wie du. Zu stark für dich. Du. Es hat mich hier gefesselt. Du zögerst unser Mal nur hinaus. Das
ist zu viel Mühe für Essen. Der grüne Doktor ist bald hier und wir werden gebraucht. Wir haben keine Zeit für An dem Satz ist so viel falsch. Unter anderem, dass er noch lebendig genug ist, um ihn auszusprechen. Können wir ihn bitte erledigen? Kontakt! Ich hab Kontakt! Das war's für dich. Van Helsing! Wenn du was tun willst, wäre es jetzt ganz gut! Warte, Dracula! Das wird jetzt nicht gut! Erledige dieses Monster! Venoms Atem schon schlimm. Ist er. Du weißt, das ist ein Scherz, oder, Charlie? Wie lang war ich weg? Tage. Was ist passiert? Vor oder nach deiner Explosion? Die Kette. Noch intakt. Nun, ich gebe zu, als Agatha und ich sie gemacht haben, konnten wir nicht ahnen, dass sie Alien-Energie aushalten müsste. Fühlte sich wie mehr als das an. Als hätte ich... Zu unserem Glück schien dieser Venom sie auch nicht zu mögen. Er ist durch sein Portal geflohen. Und so konnte Blade dich nach Hause bringen. Nächstes Mal schicke ich das Ding direkt in den Abgrund. Nächstes Mal gibt es kein nächstes Mal. Ich weiß, ich dränge zu sehr. Dränge dich. So bist du eben. Vielleicht nicht dieses Mal. Zumindest nicht, bis wir ein Gegenmittel gegen den explosiven Effekt dieser fremdartigen und mystischen Alien-Energien haben. Apropos, Strange und Stark haben das unbedingte Bedürfnis, dich zu besuchen. Was ich natürlich nicht erlaube. Hoffentlich warst du nicht zu hart. Ich? Natürlich nicht. Nun, ich kann nicht für Charlie sprechen. Es würde aber nicht schaden, wenn du dich bald sehen lässt. Man macht sich langsam Sorgen. Was du nicht sagst. Und du bist dir sicher, dass das hält? Sonst würden wir hier nicht stehen. Konzentriert ihr euch auf die Kreatur. Ich kümmere mich um das Halsband. Ich habe Blade nicht gesehen, seit er aus der Kanalisation zurück ist. Als er Hunter auf dem Rücken trug. Er ist noch draußen. Extrem grüblerisch drauf. Vielleicht redest du mal mit ihm. Gute Idee. Ich komm mit, wenn du willst. Ich sage nur, dass der Tower verloren ist, wir Slimoramas Sanktumschild nicht durchbrochen haben und Hunter gerade aufgewacht ist und jedes Wort hört. Schön, dass du wieder auf den Beinen bist, Boss.
wo steckt Blade? Draußen, denke ich. Auch wie der Gargoyle, der er ist, am Mausoleum. Hey, Hunt. Hey, ich hätte da eine Bitte. Du hast es unbeschadet überstanden und Venom nicht? Beeindruckend. Schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Strange und ich wollten auf einen Krankenbesuch vorbeikommen, aber dein Hund ist scheinbar teilweise Flammenwerfer. Sie will mich beschützen. So kann man es auch sagen. Du hörst mit Sicherheit alles Mögliche nach deinem letzten Tanz mit Venom. Wenn du uns beide fragst, dann... Wir finden, du solltest dieses Ding mindestens auf 50 Lichtjahre Distanz halten, bis wir wissen, was zur Hölle dazwischen euch vorgeht. Wie lautet das alte Sprichwort? Schlitz mich einmal auf, schäm dich. Aber zweimal... Hätte ich nicht besser sagen können, als ob ich mit einem lebenden Meme spreche. Ich hoffe nicht. Der letzte Meme wurde während der großen Keulung getötet. Ihre mimischen Fertigkeiten machten sie zu einer der tödlichsten Gefahren der alten Welt. Ah, zurück zum Kampf gegen das riesige Schleim-Alien. Pass auf, Strange und ich untersuchen seit Beginn dieses Albtraums Teile dieses Symbionten. Das Problem ist, je weiter sie von ihrer Quelle weg sind, desto mehr verändert sich ihre Molekularstruktur, was sie nutzlos für uns macht. In Zombie-Filmworten, ich brauche eine Probe von Patient Null. Old Mac Schleimball persönlich. Venom. Oder Eddie, wenn es nach Peter geht. Aber ja, das ist unser Mann. Wir holen uns eine Probe, halten ihre Molekularstruktur irgendwie so lange stabil, bis Strange und ich darin rumstochern können, und wir sind im Geschäft. Lass mich raten. Du hast ein neues Gadget für diese Aufgabe. Gadget? Nein, kein Gadget. Pläne für ein bahnbrechendes Gerät, das dieses Problem löst und dafür sorgt, dass du beim nächsten Kampf gegen ein unzerstörbares Monster nicht explodierst? Verlass dich drauf. Mir gefällt, wonach das aussieht. Gut, vorerst nenne ich es Symbiontenprobenextraktor. Hey, mir sind die Abkürzungen ausgegangen, okay? Phase 1 unseres Plans fürs Ende unseres Symbionten-Albtraums. Komm rüber zum Amboss und wir legen los. Oh, du hast keine Angst vor Nadeln, oder? Nadeln? Vergiss die Frage. Hab gehört, du hast einen Kavum überlebt? Was hast du für mich, Boss? Hä? Hä? Nicht schlecht, was? Wie lange sagtest du, warst du diesem Ding ausgesetzt? Es ist wahrscheinlich okay. Ich habe ein paar Upgrades für dich. Druckfrisch oder schmiedefrisch. Lade, ich lege direkt los. Was kann ich schon sagen, außer bitte sehr. Big Tonys geheimnisvolle Schmiede. Wir haben immer auf. Oh, ich wollte gerade meine Geschichten binden.
Ich weiß genau, wohin das gehört. Psst! Tony, ab! Bis zum nächsten Mal. Es ist etwas. Meinst du, Dr. Strange? Ist wohl mein Glücksfall. Legen wir los. Die Zeit läuft, Hunter. Neu und noch besser. Was macht den Unterschied aus? Ich glaube, wir haben für jeden etwas. Gib mir einfach ein Ziel. Wow, Hunter, wie unkaputtbar bist du bitte? Finden wir es raus.